Sie hören Dreamland Grusel Folge 8 – Mörderische Weihnachten nach einem Roman von John Baker. Was für ein Tag! Es war der Weihnachtstag und es hatte in der Nacht geschneit. Das ganze Land war in winterliches Weiß getaucht. Bäume, Dächer, Straßen und die großen Weiden und Felder, alles war überzogen mit einer wunderschönen weißen Schneedecke. Es sah aus wie in einem Bilderbuch. Und so machte Weihnachten noch einmal so viel Spaß. Weihnachten, das Fest der Liebe, Freude und der Familie. Doch in diesem Jahr sollte es auch das Jahr der Angst werden. Denn unter einem der vielen Weihnachtsmannkostüme wartete der Tod auf seine Opfer. Ein Wahnsinniger lauerte den Menschen auf und niemand wusste, wer der Nächste sein würde oder worauf es der mörderische Weihnachtsmann abgesehen hatte. Berger? Hallo, Mama. Engelchen, du bist es. Na, wie geht's dir? Und? Was machen Martin und die Kinder? Uns geht's gut und ich habe eine erfreuliche Nachricht für dich. Wir können doch morgen kommen. Martin hat kurzfristig noch frei bekommen. Aber das ist ja großartig, Engelchen. Ach, dann ist Weihnachten gerettet. Mama, mach dir aber bitte nicht zu viel Arbeit. Ich kenne dich, ja? Du Schatz, das mache ich doch gerne. Ich gehe rasch noch mal schnell los und kaufe einen Gänsebraten. Ach, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass wir uns morgen sehen. Engelchen, es hat an der Tür geklingelt. Okay, Mama, wir sehen uns morgen. Ach, ich freue mich so auf morgen, mein Schatz. Tschüss. Ja, was kann ich für Sie tun? Hallo. Also, ein Päckchen. Als Geschenk verpackt, einfach vor meine Tür gestellt, also sowas. Und ja, weit und breit ist niemand zu sehen. Für Karin Berger. Wenn das so ist. Also, wer schickt mir denn da ein Weihnachtsgeschenk? So gut, wie kitschig. Na, mal schauen, was drin ist. Ja! Seht, was ist das für eine Gestalt? Da erschien den Hirten ein Engel und er sprach zu ihnen. Freut euch, habt keine Angst. Euch ist heute in Bethlehem in Davids Stadt der Heiland geboren. Der Herr, der Retter für alle Menschen. Ihr werdet ein Kind in einer Futterkrippe finden, in Windeln gewickelt. Tom, das ist zwar eine sehr erfreuliche Nachricht, die du als Engel überbringen darfst, aber... So aufgeregt solltest du es dennoch nicht rüberbringen. Und Angst brauchst du auch keine zu haben, auch wenn nachher die Kirche voll sein wird. Tut mir leid, Pfarrer Gundmann. Ach, das muss es nicht. Nimm dir eine Cola und beruhige dich. Keiner will dir was Böses. Ich bin mir sicher, du bekommst das nachher super hin. Danke, Herr Pfarrer. Keine Sache, Tom.
Du bist ein cleverer Bursche und ich finde es klasse, dass du trotz deiner Angst die Rolle übernommen hast. Sonst hätten wir echt blöd ausgesehen. Ich gehe jetzt mal die Glocken kontrollieren und dann probieren wir es noch einmal, okay? Okay. Pfarrer Grundmann ist echt ein klasse Pfarrer, wenn ich da an Pfarrer Sänger denke. Oh mein Gott, was für ein Glück, dass wir den los sind. Klasse, alles bestens. Bleibt nur noch das Krippenspiel. Aber das bekommen wir hin. Hallo, Pfaffe. Was? Wer sind Sie und was haben Sie hier oben zu suchen? Ich werde Sie töten, Herr Pfarrer. Was haben Sie gesagt? Sie haben mich genau verstanden. Aber warum? Das wissen Sie ganz genau. Nein! 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 Ja! In unseren modernen Zeiten wird das Weihnachtsfest immer mehr das Fest des Kommerzes und man vergisst allzu leicht, warum man eigentlich Weihnachten feiert. In Großstädten ist in den letzten Wochen vor Weihnachten stets die Hölle los. Die Geschäfte machen in der Adventszeit mehr Umsatz als sonst irgendwann im Laufe des Jahres. Jeder möchte seinen Liebsten das schönste und größte Geschenk kaufen. Und so stürzt sich jeder in das Menschengewühl, um ja nicht am Ende ohne das richtige Geschenk dazustehen. Und wie jedes Jahr haben sich alle gesagt, diesmal kaufe ich die Geschenke aber nicht auf den letzten Drücker. Und wie jedes Jahr sind die Geschäfte auch am Weihnachtstag wieder erdrückend voll. Auch Familie Hoffmann hat es wieder mal nicht geschafft, alles rechtzeitig zu besorgen. Und so sind Emily und Klaus Hoffmann mit ihrer Tochter Eva wieder unterwegs, um noch einen Weihnachtsbaum zu finden und um für Oma Agathe das passende Geschenk zu kaufen. So, das hätten wir. Jetzt nichts wie raus aus dem Tumult. Zu Hause gibt's noch einiges zu tun. Aber Mama, wir wollten doch nur über den Weihnachtsmarkt. Mama hat zu Hause noch eine Menge zu tun. Da bleibt leider keine Zeit mehr, Schatz. Aber ihr habt es versprochen. Ihr habt gesagt, ich darf mir noch was Süßes auf dem Weihnachtsmarkt aussuchen. Sag mal, hast du was an den Ohren? Aber Papa... Nichts, Papa, Papa. Und meine... Noch ein Wort und ersetzt was. Ach nicht, Klaus. Wir haben doch Weihnachten. Und was macht da den Unterschied? Wir haben ihr versprochen, dass sie noch was Süßes bekommt. Also bekommt sie das auch. Na schön. Aber wehe, du bist heute Abend immer noch am Rotieren. Ich habe keinen Bock auf Stress an Weihnachten. Dieser Einkaufstrubel hat mir mehr als gereicht. Wir hätten halt vorher die Geschenke kaufen und nicht bis zum letzten Tag drauf warten sollen. Willst du mir jetzt etwa Vorwürfe machen, dass ich beruflich zu tun hatte? Für wen reiße ich mir den Arsch denn täglich auf? Ach, Klaus, das hat doch niemand gesagt. Na gut, dann los zum Weihnachtsmarkt. Eva, na komm. Jetzt holst du dir noch was Süßes und dann ab nach Hause. Hallo, was kann ich für Sie tun? Mami, darf ich mir auch zwei Sachen aussuchen? Eins bezahle ich auch selbst. Hast du denn die 10 Euro her? Die sind wohl von mir. Ich habe ihr was zugesteckt, damit sie dir was Schönes kaufen kann. Ihr seid mir vielleicht zwei. Na gut, Eva, dann kauf dir mal, was du haben möchtest. Also, junge Frau, was darf's sein? Ich hätte gerne einmal diese Schokofrüchte da und dann das große Lebkuchenherz mit dem Teddy drauf. Na, wenn's nicht mehr ist. Lass das Geld mal stecken, das übernehme ich. Danke, Mami, danke, Papa. Bitteschön. Danke. Das macht 6,40 Euro. Moment, ich hätte gerne noch einen Beutel gebrannte Honigmandeln. Gerne.
Ich habe hier ein ganz frisches, eben erst eingepacktes Päckchen für Sie, Herr Hoffmann. Das macht dann 9,90 Euro. Bitte. Danke. So, das hätten wir endlich. Und jetzt ab nach Hause. Klaus, was ist mit dir? Papa? Papa! Klaus! Papa! Papa! Verdammte Scheiße, das kann doch alles nicht sein. Wer macht denn so eine Sauerei? Und das zu Heiligabend. Erst die Tote, die an einem Christstollen erstickt ist. Ja, da hätte man noch glauben können, dass es halt ein Missgeschick gewesen sei. Aber dann auch noch Franziska Braun, die einen tödlichen elektrischen Stromschlag von einem blanken Weihnachtsschmuckkabel erhalten hat. Karin Berger, die eine Bombe als Päckchen getarnt bekommen hat. Pfarrer Grundmann, der im Glockenturm in den Tod stürzt. Und jetzt dieser arme Teufel, der wohl an einer Mandel erstickt ist. Sie glauben also wirklich, dass es Mord war, Herr Hauptkommissar? Ach Lang, was glauben Sie denn? So viele Zufälle gibt es nicht. Und die Bombe, tja, die spricht schließlich Bände. Der Täter... Und wie kommen Sie darauf, dass alle Taten von einem und demselben Täter verübt wurden? Denken Sie doch mal nach, Kommissar. Alle Opfer sind durch Weihnachtsutensilien ums Leben gekommen. Das ist doch mehr als seltsam. Aber wir haben eine heiße Spur, denn den Verkäufer des Süßwarenstandes haben wir ohnmächtig im Vorratshäuschen aufgefunden. Somit sollte der angebliche Verkäufer unser Täter sein. Sie meinen, anhand der Beschreibung, die Frau und Tochter des letzten Opfers gegeben haben, sollten wir den Täter ausfindig machen können? Ich meine nicht, ich bin mir sicher. Wie das? Wollen Sie ein Verhandlungsfoto veröffentlichen oder haben Sie einen konkreten Verdacht? Letzteres, mein Lieber, letzteres. Wir haben vor gut 8 Jahren einen Mann verhört, der sich an einem zweiten Weihnachtsfeiertag an einer Frau vergangen haben soll. Man konnte ihm die Tat aber nicht nachweisen. Ist die Frau etwa unter den Opfern? Das nicht. Aber? Der Vergewaltiger war seinerzeit als Weihnachtsmann verkleidet. Und die Beschreibung, die wir von Emilie und Eva Hoffmann erhalten haben, klingt ganz nach ihm. Peter Wagner. Er wohnt ganz in der Nähe. Und Sie wollen ihm einen Besuch abstatten? Genau das. Zu Weihnachten kommt doch immer netter Besuch vorbei. Wobei ich glaube, dass er sich über unseren Besuch nicht wirklich freuen wird. Hallo. Hauptkommissar Hammerschmidt, was kann ich für Sie tun? Erst einmal nicht so tun, als würden Sie sich über meinen Besuch freuen. Aber Hauptkommissar... Lassen Sie das Theater, das nehmen wir Ihnen eh nicht ab. Was wollen Sie denn? Wir hatten gehofft, Sie zu Hause anzutreffen, aber die Nachbarin sagte uns, dass Sie heute arbeiten müssen. Womit sie recht hat, wie Sie sehen. Aber was wollen Sie denn von mir? Seit wann arbeiten Sie hier? Seit gut einem halben Jahr. Zum Glück gibt es noch Menschen, die auch jemanden einen Job geben, der unschuldig vor Gericht stand und durch eine tolle Presse einen schlechten Ruf bekommen hat. Sie sind wohl ein Witzbold, was? Wieso? Sie haben diesem Missstück geglaubt und hätten mich beinahe unschuldig eingesperrt. Unschuldig, dass ich nicht lache. Aber das meine ich nicht. Ich wollte wissen, seit wann Sie hier heute im Laden sind. Seit 7:30. Und Sie haben den Laden nicht verlassen? Sie machen wohl Scherze. Sehen Sie sich doch mal um, was hier los ist. Für Scherze bin ich nicht aufgelegt. Hat Sie vielleicht jemand vertreten? Nein. Herr Noel ist zu seiner Familie gefahren und ich habe für ihn die Arbeit übernommen. Weitere Angestellte gibt es nicht. Ich bin froh, wenn ich in einer Viertelstunde den ganzen Stress hinter mir habe und endlich etwas zwischen die Zähne bekomme. Aber zum Teufel, warum wollen Sie das überhaupt wissen? Jemand, der Weihnachten hasst, so wie Sie, hat einen oder mehrere Morde begangen. Und da kommen Sie auf mich? Laut Augenzeugen soll der Täter Ihnen nicht unähnlich sehen.
Sie wollen mir doch nicht wieder etwas unterschieben, was ich nicht getan habe. Lassen wir die alte Geschichte mal außen vor. Kann jemand bezeugen, dass Sie die ganze Zeit über hier waren? Die Leute gehen ein und aus. Aber sicher kann man bestätigen, dass ich den Laden nicht einfach alleine gelassen habe. Sonst hätte man ihn sicher leergeräumt. Reicht das? Für den Moment, ja. Dann danke ich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Wir sehen uns. Darauf kann ich gern verzichten. Das war wohl nichts. Der hat ein Alibi. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wie meinen Sie das? Er hat auch damals behauptet, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Als er freigesprochen wurde, hat sich Maria Edwards, so der Name der Frau, die damals vergewaltigt wurde, umgebracht. Ja, und ich bin mir sicher, dass sie das getan hat, weil sie Angst vor ihm hatte oder die Schmach nicht ertrug, dass man ihren Peiniger einfach laufen ließ. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass er es damals war, und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht auch diesmal der Täter ist. Aber wenn das der Fall ist, wird er diesmal nicht davon kommen. Dann werde ich alles tun, um ihm die Taten nachzuweisen. Das war die letzte. Jetzt nichts wie die Abrechnung machen, die Kerzen auspusten und dann ab nach Hause. Mensch, habe ich einen Hunger. Ho, ho, ho! Verzeihung, wir haben bereits geschlossen. Ich weiß. Dürfte ich Sie dann bitten, das Geschäft zu verlassen? Nein. Wie, nein? Nein! Sie sind Peter Wagner, nicht wahr? Richtig. Und wer sind Sie? Der Weihnachtsmann. Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Nein, aber Sie glauben, Sie können Ihre Mitmenschen verarschen, Herr Wagner. Ach, was soll das? Lassen Sie mich los. Ein netter Weihnachtsladen, den Sie hier haben und so viele brennende Kerzen. Verdammt, lassen Sie mich los und verschwinden Sie. Und wenn nicht? Verdammt, was wollen Sie? Sagt Ihnen der Name Maria Edwards etwas? Was haben Sie mit diesem Miststück zu tun? Sie hätte mir beinahe mein Leben ruiniert. Sie haben dieses Mädchen sexuell missbraucht und... Einen Dreck habe ich. Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, Sie seien unschuldig. Ich bin unschuldig. Ja klar. Und ich bin der Osterhase. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins... Sind Sie verrückt? Was soll der Scheiß? Heute ist Weihnachten. Da sollte man die Wahrheit sagen. Ich sage die Wahrheit. Ach ja? Wie praktisch so ein großer Adventskranz doch sein kann. Erst eins, dann zwei. Ich höre noch immer nichts. Dann drei. Dann vier. Na, den Rest kennst du ja. Und um ehrlich zu sein, es macht jetzt wirklich keinen Sinn. Aber wenn du nicht reden willst, kann ich auch anders. Verdammter Scheißkerl! Hier gibt es nur einen Scheißkerl. Und ich bin es nicht. Na, wieder wach? Verdammte Scheiße, was wollen Sie? Das habe ich doch schon gesagt. Sie können mit mir anstellen, was Sie wollen. Was ich nicht getan habe, kann ich auch nicht zugeben. Ach ja? Wenn ich mir diesen Weihnachtsstern in meiner Hand ansehe und Sie, wie Sie so da sitzen, verschnürt sind wie ein Weihnachtsgeschenk, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen den Stern in Ihr Knie ramme? Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Der Weihnachtsstern? Nein! Nein! Höre ich jetzt, was ich hören will? Ja! Ja, Sie verdammter Bastard! Ich habe Sie vergewaltigt! Und es hat mir... Schnauze!
Wo ist das Gebäude, wo Sie und Ihre Kollegen die jungen Mädchen anschaffen lassen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Tatsächlich? Nein, nein. Königsberger Straße 7. Danke. Sehen Sie, es geht doch. Sie verdammter Bastard! Nein, das können Sie doch nicht tun. Bitte nicht den Weihnachtsbaum anzünden. Das gibt es doch nicht. Das Weihnachtsgeschäft steht in Flammen. Ich muss sofort die Feuerwehr rufen. Oh, verdammt. Da ist doch jemand drin. Hallo? Hallo, wo sind Sie? Können Sie mich hören? Hallo? Hilfe! 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 Mein Gott! Was ist denn mit Ihnen passiert? Ich hol Sie jetzt erstmal hier raus. Kommen Sie. Weihnachtsmann, Mörder, gefoltert, Königsberger 7. Spaziert, die heißesten Girls der ganzen Stadt. Jung, feucht und unheimlich sexy. Na, Nikolaus, Lust auf einen schnellen Fick? Hey, hey, was ist denn? Brauchst du doch nicht so zu schämen, ist doch ein tolles Kostüm. Pass mal auf, Bürschchen, ich brauch mich nicht zu schämen. Aber du solltest mal darüber nachdenken und überlegen, ob das, was du hier machst, wirklich richtig ist. Sonst kann's nämlich sein, dass du das eines Tages bitter bereust, Strächer. Ach, jetzt bekomme ich's aber mit der Angst zu tun. Mann, Nikolaus, mach dich vom Acker hier! Was hast du überhaupt hier zu suchen? Erstens geht dich das einen Scheißdreck an. Zweitens haben wir Weihnachten und damit bin ich der Weihnachtsmann und nicht der Nikolaus, du Flachpfeife. Und drittens, wenn du nicht sofort deine Fresse hältst, verbringst du Heiligabend auf der Intensivstation. Und mit dem Weihnachtsbraten ist es dann auch Essig. Ui, das hast du aber schön gesagt jetzt. Schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Dein Glück. Und denk darüber nach, was ich gesagt habe. Wer beehrt uns denn da? Der Weihnachtsmann. Ich möchte zu Ihrem Chef. Na, Weihnachtsmann, hast du denn einen Termin? Den brauche ich nicht. Da könnte ja jeder kommen. Außerdem hat der Chef mit den Mädchen zu tun. Er lässt sich selbst von den Frauen bedienen? Manchmal. Aber nein, Luna und Kitty haben Ärger gemacht. Und jetzt zeigt ihnen Nikolai, dass der Laden hier nicht so läuft. Wo sind sie? Oben. Aber du wartest schön hier unten, bis Nikolai Zeit für dich hat. Oder auch nicht. Es ist Weihnachten, da habe ich eine Menge zu tun. Du bleibst hier! Bleib stehen oder ich hol die Jungs! Mach keinen Ärger. Noch kommst du hier heil raus. Willst du mir etwa drohen? Patrick! Ashley! Hier macht einer Ärger! Hey Spinner! Komm die Treppe runter und gib ein paar aufs Maul! Sag mal, du hast sie doch nicht alle. Als Weihnachtsmann verkleidet in ein Bordell zu kommen, das ist einfach nur krank. Ich habe einen Weihnachtsbesuch zu machen, aber kommt nur her. Vielleicht habe ich ja auch noch ein paar Geschenke für euch. Ich denke, Geschenke bekommt man nur, wenn man artig war. Die Überraschung, die ich für euch habe, bekommt ihr auch so von mir. Na dann zeig mal her. Das gibt's doch nicht. Bist du ein Hexer oder so etwas? Verdammt, ich mach dich kalt. Du verdammter Bastard! Ihr hättet einfach brav sein sollen. Dann wäre euch das hier erspart geblieben.
Aber unartige, böse Jungs gehören bestraft. Du Bastard! Ich schlag die Zähne ein! Du machst wohl besonders viele Schläge, was? Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die auf Schmerzen stehen. Aber mir wird's langsam zu bunt. Ich habe mit deinem Chef zu sprechen. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich habe dir doch gleich gesagt, dass du es lassen sollst. Also, wo ist der Chef? Nikola ist in seinem Büro, zweites Zimmer von rechts. Danke. Und wehe, du warnst ihn. Verschwinde von hier und ich lasse dich am Leben. Hauptkommissar Hammerschmidt? Was? Peter Wagner? Tot? Ja klar. Königsberger 7. Danke für Ihren Anruf, Herr Kollege. Hä? Habe ich das richtig verstanden? Peter Wagner ist tot? Richtig. Irgendjemand ist wohl ins Geschäft gekommen, hat ihn gefoltert und den Laden in Brand gesetzt. Es ist wohl noch jemand gekommen, der versucht hat, ihn zu retten. Er hat ihn aus dem Geschäft geschleift, aber draußen ist Wagner an einer schweren Rauchvergiftung und seinen Verletzungen gestorben. Ob es ein Racheakt war von jemandem, der etwas mit der Frau zu tun hatte, die Wagner vergewaltigt haben soll? Ich habe da einen ganz anderen Verdacht. Und der wäre? Wagner erwähnte dem Mann gegenüber, der versucht hatte, ihn zu retten, etwas von einem Weihnachtsmann und Folter. Die Verletzungen, wie mir der Kollege sagte, waren Verbrennungen an den Händen und in seinem rechten Knie steckte ein Weihnachtsstern. Sie meinen, es war unser Weihnachtsmörder? Genau der. Aber wer zum Teufel steckt hinter dieser Maskerade? Gute Frage. Und warum begeht er diese Morde? Welche Gemeinsamkeit haben all seine Opfer? Kitty, 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 was machst du nur für Sachen? Er war so ekelhaft. Dieser Schweißgeruch und seine Alkoholfahne. Er war ein zahlender Kunde. Mich interessiert nicht, was du willst oder was du kannst oder nicht kannst. Du gehörst mir. Ist das klar? Du wirst sehen, was es heißt, gegen meine Regeln zu verstoßen. Nikolai, sie ist doch noch ein Kind. Bist du ihre Mutter oder was? Sie muss erst noch lernen, wie das Geschäft läuft. Es geht hier um mein Geschäft. Um mein Geld und meinen guten Ruf. Damit du weißt, dass man Nikolai Tadejewski nicht auf der Nase herumtanzt, habe ich Olga Bardavska bestellt. Sie wird dir schon zeigen, wie das Geschäft läuft. Das kannst du doch nicht machen. Stopp! Oh mein Gott! Oh, ho, ho! Na, da scheine ich ja gerade rechtzeitig zu kommen. Verdammt, wer hat dich hier hochgelassen? Was bist du denn für ein Spinner? Nikolai Tadejewski? Wer sonst? Was hast du hier zu suchen? Und was soll dieser Aufzug? Ich wollte Ihnen einen Weihnachtsbesuch abstatten. Aha. Sie sind ein verdammter Bastard. Was? Ein Mensch, der junge Mädchen gegen ihren Willen zur Prostitution zwingt. Sie gehören mir und ich bezahle sie gut. Wollen Sie mich zum Lachen bringen oder was? Sie behandeln die Mädchen schlimmer als Vieh. Die Mädchen müssen machen, was sie sagen und wenn sie es nicht machen, dann foltern, quälen und misshandeln sie diese Mädchen. Und das Schlimmste ist, einige dieser Mädchen sind noch minderjährig. Sie haben ihnen gefälschte Papiere beschafft, als sie aus ihrer Heimat eingeschleust oder von der Straße geholt haben. Das ist doch Schwachsinn! Das können Sie niemals beweisen! Das muss ich nicht beweisen. Was wollen Sie dann? Sie töten. Tja, Sie sind wohl irre! Erst dringen Sie hier ein und nun drohen Sie mir noch, mich umzubringen! Ich drohe Ihnen nicht. Ich werde Sie umbringen. Verbiss dich oder ich schlitz die Kleine hier auf! Nein! Hauptkommissar Hammerschmidt? Was? Wir kommen sofort.
Was gibt's, Hauptkommissar? Im Etablissement von Nikolai Tadejewski gibt's Ärger. Man will Kampfgeräusche und Schreie gehört haben. Und warum kümmern sich die Kollegen von Revier 23 nicht darum? Bevor es losging, will man einen Mann in einem Weihnachtsmannkostüm gesehen haben, der dort hineinging. Ob das unser Weihnachtsmann ist? Eben das werden wir jetzt herausfinden. Und schon wieder machen Sie einen schweren Fehler. Ich mache keine Fehler, Weihnachtsmann. Und jetzt, mach dich vom Acker oder willst du an Ihrem Tod schuld sein? Sie haben keine Chance gegen mich, Puff Daddy. Du bist Verlierer. Erst tauchst du hier in einem Weihnachtsmannkostüm auf und meinst, mir drohen zu können. Und jetzt spielst du mit dem Leben dieses Mädchen. Verdammt, meine Waffe! Meine Hand! Welche Waffe meinen Sie denn? Die heißen Kastanien etwa, die Sie da eben in der Hand hatten? Das war doch keine Waffe. Wie haben Sie das gemacht? Ich hab doch gesagt, Sie haben keine Chance gegen mich. Sind Sie ein Hexer oder was? Meine Damen, darf ich Sie bitten, das Zimmer zu verlassen? Was hier gleich geschieht, ist nicht für Ihre Augen bestimmt. Verschwinden Sie und kommen Sie nie wieder hierher. Luna, Kitty, ihr bleibt hier! Verschwindet! Dieser Mistkerl wird euch nie wieder etwas antun können. Das verspreche ich euch. Wenn ihr jetzt hier rausgeht, werdet ihr das nicht überleben. Vertraut mir. Er wird euch nichts mehr tun. Das werden wir Ihnen nie vergessen. Danke. Das wird dir leid tun, du verdammter Irrer. Begreifen Sie noch immer nicht? Ich bin nicht irre. Aber Sie wollen mich töten? Genau das. Und warum? Weil Sie es mehrfach verdient haben. Man erntet, was man sät, Nikolai. Wo soll's denn hingehen? Sie glauben doch nicht im Ernst, Ihrer gerechten Strafe entgehen zu können. Was haben Sie getan, Sie Teufel? Ich bin kein Teufel, aber Sie sind einer. Die Art, wie Sie Ihre Mitmenschen behandeln, ist verachtenswert. Sie lassen junge Frauen aus ihrer Heimat entführen und zwingen sie, wie auch Mädchen, die sie von der Straße holen, für sie anzuschaffen. Und wenn die Mädchen nicht alles mit sich machen lassen, brechen sie ihren Willen. Wenn es sein muss, bringen sie sie sogar um. Nikolai Stratov, ich beobachte Sie und Ihre Kundschaft schon eine ganze Weile. Erst haben Sie in Frankfurt Ihr Unwesen getrieben. Als Sie dort beinahe aufgeflogen waren, haben Sie Ihren Namen geändert und sind hierher verschwunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich eine neue Spur zu Ihnen gefunden habe. Verdammt, wer hat mich verraten? Ich bringe ihn um! Sie werden gar nichts mehr. Außerdem hat Peter Wagner das Weihnachtsfeuer, welches ich gelegt habe, nicht überlebt. Er schmort jetzt in der Hölle. Und dort werden Sie ihm gleich Gesellschaft leisten. Kommen Sie beide langsam hier herunter! Ich kann nicht! Er hat mich gebannt! Wollen Sie mich verarschen? Nein, er hat recht. Ich habe ihn gebannt, denn ich hatte ihm noch etwas zu sagen. Manche Menschen glauben, sie stünden über dem Gesetz und könnten mit anderen Menschen machen, was sie wollen. Und da komme ich zum Einsatz. Ich werde hier ein Zeichen setzen. Die feinen Herren und Damen, die sich an wehrlosen Menschen vergehen, die sie gegen ihren Willen auf den Strich schicken, werden von mir zur Rechenschaft gezogen. Wo das Gesetz versagt, da komme ich zum Einsatz. Wer sind Sie? Das würden Sie wohl gerne wissen. Sorgen Sie lieber dafür, dass solchem Abschaum wie Nikolai Tadejewski oder soll ich lieber Nikolai Stratov sagen, das Handwerk gelegt wird. Nikolai Stratov? Ich merke, Sie wissen, wen Sie vor sich haben. Itak, tak, tak! Schnauze! Wo haben Sie die Weihnachtssterne her? Was haben Sie vor? Nein! 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 Sie haben ihn umgebracht. Er hat nur bekommen, was er verdient hat. Haben Sie auch all die anderen Menschen umgebracht? Karin Berger, Franziska Braun, Klaus Hoffmann, Pfarrer Grundmann, Peter Wagner und die anderen? Ja, die gehen alle auf mein Konto. Aber warum? Warum haben Sie das getan? Das fragen Sie noch? Peter Wagner hat eine Frau erst vergewaltigt und dann in den Tod getrieben. Und was hat er dafür bekommen? Seine gerechte Strafe. Er saß dafür im Gefängnis. Ein paar Jahre. Die Frau ist tot. Und er hat sich auch hier in diesem Bordell genommen, was er wollte. Und was war mit den anderen? Karin Berger und Franziska Braun gehörten einem Kinderpornoring an. Genauso wie Klaus Hoffmann. Aber dieses widerliche Schwein hat sich auch noch an seiner eigenen Tochter vergangen. Aber warum haben Sie es getan, als seine Frau und seine Tochter dabei waren? Es blieb mir nichts anderes übrig. Die Zeit lief gegen mich. Und es ging schnell und ohne ein Blutbad.
So etwas hätte ich vor der Kleinen nie getan. Und was ist mit Pfarrer Grundmann? Ich kannte ihn. Er hat mit Sicherheit niemanden... Herr Hauptkommissar, dass ich ausgerechnet Ihnen sagen muss, dass man Verbrecher nicht gleich ansehen kann, dass sie welche sind. Pfarrer Grundmann hat sich an einigen seiner Schutzbefohlenen vergangen. Es konnte ja niemand ahnen, dass dieser ach so sympathische Pfarrer ein solch dunkles Geheimnis hat. Sie haben alle nur ihre gerechte Strafe erhalten. Das hätte ein Richter zu entscheiden gehabt, nicht Sie. Dann haltet in Zukunft mehr die Augen offen. Kinder sind unser größtes Gut und es kann nicht sein, dass sich Erwachsene an ihnen vergehen und dafür mit so geringer Strafe zur Rechenschaft gezogen werden wie bisher. Solange es solche Menschen geben wird, werde ich mich dieser annehmen. Verdammt nochmal, wer sind Sie? Und warum haben Sie sich ausgerechnet Weihnachten für Ihre Morde ausgesucht? Ich habe viel Leid in meinem Leben erlebt. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen vor allem in dieser Zeit zu leiden haben. Weihnachten ist ein schönes Fest. Aber man sollte die Menschen nicht vergessen, die nichts zu feiern haben. Sind Sie ein Racheengel aus der Hölle oder was? Was Sie glauben, das überlasse ich Ihnen. Verdammt! Wo ist er hin? Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das kann doch nicht sein. Bleibt die Frage, wer er wirklich war. Und ob wir ihn wiedersehen werden. Sie hörten Dreamland Grusel Folge 8 – Mörderische Weihnachten. Nach einer Geschichte von John Baker. Erzähler Christian Rode. Weihnachtsmann Thilo Schmitz. Hauptkommissar Hammerschmidt Konrad Halver. Kommissar Lang Thomas Birker. Nikolai Gordon Piedesack. Peter Wagner Raimund Junker. Klaus Hoffmann Gernot Endemann. Emily Hoffmann Marion von Stengel. Eva Hoffmann Johanna Klein. Karin Berger Karin Lieneweg. Melanie Berger, Dorette Hugo. Pfarrer Grundmann, Bert Stevens. Luna, Ulrike Stürzbecher. Kitty, Katharina Nollau. Retter, Tom Steinbrecher. Ansager, Claudio Henk Vorlauf. Bordelldame, Manuela Stüsser. Tom, Josia Jacobi. Mark, Marius Röse. Ashley, Tekin Yilmaz. Patrick, Olaf Böttcher. Regie und Produktion Thomas Birker. Dialogbuch Thomas Birker und Alexander Streeb. Musik Tom Steinbrecher. Titelmelodie komponiert von Carsten Bohn. Soundabmischung und Endmix Jörg Schuler. Cover und Layout Daniel Theilen. Typo und Satz Thomas Rippert. Eine Dreamland-Produktion 2008. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen und haben auch in dieser Weihnachtsfolge am Ende Bonusmaterial für Sie vorbereitet. Diesmal sind es die Versprecher, die sogenannten Outtakes zu diesem Weihnachtshörspiel, sowie ein Bonus-Weihnachtstrack, der es leider nicht ins Hörspiel gepackt hat. Dreamland Productions wünscht allen Fans, Freunden und Kollegen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt viel Spaß! Ja! Weiter wusste ich jetzt ja auch nicht. Alle Jahre wieder kommt der Weihnacht. Die Kinder verzichten freiwillig auf die Geschenke. Mami? Darf ich mir zwei Sachen aussuchen? Eins bezahle ich auch selbst. Wir hören die Dance-Version von Eye of the Tiger. Oh, die möchte ich jetzt immer zum Eingrooven auch nochmal hören. Karin Berger, die eine Bombe als Päckchen getarnt bekommen hat. Ach, da war das Päckchen. Was gibt es, Herr Du gehörst mir. Wo ist er? Ja. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Nein, das war zu fies. Da denkt man schon wieder, Schweinesau, sagt Pillemann, Arschgeige. Für wen reiß ich mir den Arsch denn täglich auf? Tagtäglich.
Oh, aha. So, jetzt kommt The Last Sentence. Seht, was ist das für eine Gestalt? Warum guckst du mich an? Das ist gemein. Damit du stotterst. Wie sie so da sitzen, verschnürt sind wie ein Weihnachtsgans. Ich will immer Weihnachtsgans sagen. Wie komme ich denn da drauf? Verschnürt sind wie ein. Wie meine Freundin im Sadomaso-Club, aber da können wir sie ja nicht an Kinder bekommen. Schmierige Puffmutter, glaube ich. Also, so. Ein bisschen dreckig, oder was? Ich habe ja schon einiges erlebt mit den ganzen Wichsern hier. Scheiße. Thomas, die weiteren Sätze jetzt mit dem Brummen und auch der Weihnachtsmann, den gibst du mir komplett ein. Okay? Also, beziehungsweise die letzten Dinge. Und mit dem Stricher, das nehme ich nicht persönlich. Nee, das ist ja. Das ist jetzt dieser Türsteher da oder dieser Schwuli-Buli-Kalle. Genau. Die sprechen über mich. Er war so ekelhaft, dieser Schweißgeruch und seine Alkoholfahne. Das ist ja. Wann Sie hier heute im Laden sind? Oh, oh. Oh. Kleinen Moment. Oh, verdammt! Da ist noch jemand drin! Wieso? Sie haben diesen Miststück. Sie haben diesen. Kommt später. Welche Waffen meinen Sie denn? Welche Muffins meinen Sie denn? Jetzt geht's weiter mit mörderische Weihnachten. Okay. Die sind wohl von mir. Ich habe ihr was zugesteckt, damit ich sehe. Ich weiß, ich bin noch. Warte mal, ich war noch gar nicht. So, hier. Quatsch, Gernot. Was? Nee, ja, nee. Gut, danke. Oh nein! Da ist noch jemand drin! Oh nein! Du, manchmal weiß ich immer nicht, ob ich dann einfach zwei, drei machen darf. Ja, ne? Hey, reinspaziert! Die heißesten Girls der ganzen Stadt. Jung, feucht. Ist feucht. Damit du weißt, dass man Nikolai Tadejewski nicht an der Nase herumführt, hätte ich sagen können, aber hier steht... Pfarrer Grundmann ist ein echt klasse Pfarrer. Wenn ich dann... Wenn es sein muss, bringen Sie sie sogar um. Das kann man gar nicht sagen. Eva, na komm. Jetzt holst du dir noch. Oh, das ist ja was für mich. Jetzt holst du dir noch was Süßes. Jetzt holst du dir noch was Süßes und dann ab nach Hause. Rein intuitiv. Das ist meistens. Meistens ist das am besten. Hallo Mama. Oh. Heiser geschrien. Berger? Messerschmidt. Ach, Hammerschmidt, das habe ich noch. Ja. Okay, es geht weiter. Wollen Sie mich verarschen? Ach, das ist ja Hauptkommissar, den will ich jetzt auch noch sprechen. Schön. Weil ich so eine Sätze liebe, deswegen habe ich ihn gleich an mich gerissen. Klaus? Entschuldige, Film. Das ist so ein richtiger... Oder so leicht perfider, der so gleich im nächsten Moment... Ich pflege meine Morde selbst zu begehen. Wenn du nicht sofort deine Fresse hältst, verfringst... Klaus, was ist mit dir? Klaus? Was ist mit ihm? Oh, fängt an zu würgen, bis er tot umfällt. Oh Gott. Mama hat zu Hause noch eine Menge zu tun. Da bleibt leider kein Zeit. Karin Berger und Franziska Braun gehören einem... Gehörten sie in der Tod. Berger? Oh, Entschuldigung. Eva, na komm. Jetzt holst du dir noch was, so wusste ich. Im Etablissement von Nikolai Tadajews... Scheiße. Entschuldigung. Willst du es mir nochmal machen? Mhm. Ja, klar. Danke. Und dann kommt Hauptkommissar Halver. Waffen runter! Scheiße! Mama, löschen! Nein! Nein!